Herzlich willkommen zum Daily Overview. Heute mit mir, dem Marco. Und mit dabei ist unser Geburtstagskind, Benny Ocelot. Ja, guten Tag. Er ist heute 20 Jahre alt geworden. Da sagen wir doch mal alle zusammen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und feier schön, nachdem wir Daily Overview gemacht haben. So. Feiern tue ich eigentlich jetzt schon. Er feiert jetzt schon, also das heißt, er feiert während des Daily Overviews, deswegen ist er nur körperlich anwesend, aber nicht geistig. Dankeschön. Fangen wir mit der ersten News an. Geistig, aber nicht körperlich. Das würde irgendwie schlecht gehen, das heißt, du bist irgendwie geistig beim Daily Overview, aber dein Körper ist irgendwo in der Küche oder so. Fragezeichen? Nein. Geht Vielleicht nicht. Doch auf dem Klo. So. Aber Das okay. Ist eher das, was Gedanken rumschwirrt. Warum? Gut. Fangen wir an. Was auch rumschwirrt, das sind Gerüchte um Silent Hill 8 und das wurde auf der E3 mit einem Trailer damit auch wirklich bestätigt. Und Silent Hill 8 wurde nochmal heute offiziell vorgestellt von Konami. Und ein bisschen Details wurden bekannt gegeben, und zwar soll es nach Shinji Hirano, der von Konami, ein Horrorspiel der nächsten Generation sein, so in einem Interview. Man spielt in diesem Spiel einen Mann namens Murphy Pendleton, der durch so einen Fehler beim Gefangenentransport von der Straße abgekommen ist und halt in der Nebelstadt Silent Hill gelandet ist. Dort erwarten euch viele Aufgaben, Rätsel und auch ein paar Nebensachen. Das Spiel wird nächstes Jahr erscheinen für PC, 360 und PS3. Jo, ist eine gute Ankündigung, oder? Hey. Ich find's gut. Na, gut. Das Geburtstagskind findet was gut. Ja, ne? Was auch gut ist, ist die PAX, die nicht zusammen kooperiert mit Penny. Ne? Auch wenn wir gestern gesagt haben, die PAX mit Penny. Ne? Nein, die kooperiert nicht zusammen mit Penny. Aber... Es geht ja auch um Münzen, nicht um den Discounter. Genau. Es geht um Penny, um Cent, um das Geld. Das Geld, was meistens dort ausgegeben wird für in Arcade Konsolen. Spielekonsole, deswegen heißt es auch Penny Arcade Expo, also Messe. Ja. Entweder für Konsolen oder für PC-Zubehör. Machen wir weiter. Aber wir machen aber jetzt weiter mit Fable 3. Das ist nämlich auf der PAX vorgestellt worden. Und ja, da gibt es ein ganz, ganz großes Gameplay-Video dazu. Und ja. Die Szenen sind tatsächlich abgefilmt, voll an dem Monitor. Und deshalb kann es sein, dass mal ein paar Wackler drin sind. Und wird natürlich gerne entschuldigt. Denn man kann natürlich jederzeit passieren. Aber Fable 3 möchte man natürlich gerne sehen. Deshalb schaut euch das Video bei uns auf unserer Seite an. www.eplay-tv.de in voller Länge. Gut. Jo. Die PAX ist immer noch da. Scheint immerhin eine auch große Messe zu sein. Zumindest in den USA. Sonst würde ja nicht so viel rüberkommen. Was auch rüberkommt, das ist on live. Zumindest irgendwann mal. Bisher ist es auch wie die PAX nur in den USA. On live ist so ein Gaming on demand Service. Kostenpflichtig. Pro Monat bezahlt man irgendeinen bestimmten Betrag und zusätzlich noch bezahlt man das Spiel.
Auf jeden Fall hat jetzt der On-Life-Produzent namens DuBois bekannt gegeben oder beziehungsweise gesagt, dass Konsolen, also die heutigen Konsolen, wie man es kennt, PS3, Wii, 360, keine Zukunft haben. Stattdessen soll halt wie On-Life halt Cloud Gaming, also das Gaming on Demand Service, soll halt diese normalen Spielestationen ablösen. In einem Interview sagte er, dass die aktuellen Konsolen wie PS3 und 360 halt nur mit Kinect und Move aufpoliert werden. So ganz normale Boxen seien gar nicht mehr nötig, denn nach seiner Meinung hätte normalerweise, also der normale Haushalt genug Bandbreite und auch ordentliche PCs würden heutzutage, also ganz normale Standard-PCs würden heutzutage doch billig oder zumindest bezahlbar heute sein. Und es sei für Entwickler eine ganz andere Übung, auf Basis von Cloud Gaming zu entwickeln. Denn es würde keine Beschränkung mehr geben in Hinsicht auf Spielerbegrenzung auf den Servern. Ich will jetzt nicht sagen, ob er recht hat, aber irgendwie, nee. Also mit den Konsolen, ich weiß nicht. Ja, ich weiß es auch nicht ganz genau. Ist ein bisschen voreilig genommen, also wahrscheinlich so in 10, 15 Jahren, aber nicht in den nächsten Jahren. Solange wird es noch Konsolen geben und On-Life steht heftig unter Kritik, auch ist das einfach nur zu teuer. Da lohnt sich das gar nicht mehr. Dann lohnt sich eher, alle 3 Jahre einen neuen PC zu kaufen oder alle 3 Jahre oder alle 5 Jahre eine neue Konsole. Ja. Und da sonst bezahlt man einfach viel zu viel für On-Life. Das ist, naja, nicht gerade das Ja. Ende von On-Life. Das Ende von Konsolen. So rum. Naja, eine gute Sache hat sie ja aber auch, ne? Nee, eigentlich nicht. Gut. Auch hat er gesagt, ja, dass Haushalte anscheinend, angeblich, noch Bandbreite haben. Das stimmt wiederum auch nicht. Wenn man so die Statistiken anguckt, wie viele Leute noch unter DSL 5000 oder was es auch immer ist, oder 6000 sind, das ist einfach nur zu wenig und das heißt, nee, ist noch wirklich zu früh und On-Life können auch nur die wenigsten nutzen. Ich kann es jetzt, seit ich halt dieses VDSL habe, endlich mal nutzen, vor ich ISDN, damit hätte ich es ja nicht nutzen können. Und das zeigt einfach noch, es ist zu früh. Also vielleicht in 10 Jahren könnt ihr so eine Äußerung machen, aber nicht jetzt. Vor allem auch mit euren Haushalten und wie gesagt, also das mit den ordentlichen PCs, also ich sag mal, ja, für 300 Euro zum Beispiel kann man schon sich einen PC kaufen, der halbwegs so okay ist für, ja, On-Life zumindest würde es ausreichen, aber da kommt immer noch der Bandbreite dazwischen, das ist auch so ein Ding und auch sowas kostet monatlich und deswegen, nee, ist einfach nur zu teuer. Ja, ich sag's mal so, die Netzstruktur wird ja jederzeit immer ausgebaut, ne? Ja, ich habe ja gesagt, ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht ausgebaut wird. Aber es, ja, dass es ausgebaut wird, ist auch nur ein, ja, ein Zeichen, dass es noch nicht, dass halt nicht jeder Haushalt genug Bandbreite hat oder fast jedes Haushalt. Das heißt wiederum halt, wie ich schon gesagt habe, dass es noch zu früh ist für On-Life einfach. Ja. Ja. Lässt sich's abwarten, was sie jetzt damit nur tatsächlich machen? Und kommen damit so langsam zum Ende. Nämlich das Ende naht. Nämlich für Ragnarok Online. Nämlich nach knapp 6 Jahren ist das natürlich die Zeit, von diesem Spiel Abschied zu nehmen. Nämlich am 30. September wird es in Europa verschwinden. Da, 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 Oh. da, 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 da. Grund soll dafür nämlich sein, dass der Publisher für Europa Burdarik? Nein. Nee, Ich sag's dir, Börder IC. Burda IC. Aha, okay. Kenne ich nicht den Entwickler. Ich auch Beziehungsweise nicht. den Publisher. Nämlich sich in der Entwicklung nämlich von Gravity einigen konnte. Nämlich zumindest soll das MMORPG zum Abschluss ab 15. September dann kostenlos sein.
Wie schön, dass du bemüht hast, Ragnarok richtig auszusprechen. Das heißt wirklich Ragnarok und nicht Ragnarok. Ich weiß, Danke. du bemühst dich auch Gut. mal irgendwas richtig auszusprechen und versuchst so ein bisschen verenglischen, aber es heißt wirklich Ragnarok. Ja, Das weiß ich, dieses. weil ich vor gefühlten 10 Jahren, nee, war noch 4 Jahren, glaube ich, ja, 2006 war das, habe ich ein Review von Ragnarok Online gesehen, wo das vorgestellt wurde. Und da kam nämlich das in Deutschland auf, also es kam auf deutsche Version dann raus vor 5 Jahren, oder nee, vor 4 Jahren. Und da wurde halt das auch so ausgesprochen, Ragnarok Online. Ja, Ich sag mal dieses so, es ist ein Deutsch-Englisch. schönes Spiel. Es ist nicht für mich geeignet, weil es einfach nur dieses asiatische Zeug hat und das ist diese 2D-Gezeugs. Aber es ist schön. Also für Leute, die sowas mögen, ist es wirklich schön. So. Genau. Was mir auf jeden Fall gefällt, ist die Musik übrigens. Es ist sehr, also wirkt alles friedlich. Es ist so ein friedliches MMO. Also ich kenn's nicht. Ja, ich kenn's. Ausnahmsweise. Okay, MMOs kenne ich eh alle so. Was ich auch kenne, das ist Need for Speed World. Wow. Und das hat jetzt einiges geschafft, nämlich die 1 Million User wurden geknackt. Also EA hat das bekannt gegeben zumindest, dass jetzt das Spiel 1 Million Nutzer hat. Dazu beigetragen hat vor allem das Feedback der Fans, die versucht haben, mehr aus dem MMO rauszuholen, mehr Autos, Coop-Verfolgungsmodus, eine neue Region und mehrere Leistungsanpassungen kommen. Zudem soll jetzt, so hat das EA bekannt gegeben, also jetzt wirklich alle Spieler mit der kostenlosen Version vollen Zugriff haben. Das heißt, es ist diese C, also ab Level 10, dass man nicht mehr weiter leveln kann, ist jetzt vorbei, das heißt, man muss auch nicht mehr bezahlen, es ist komplett kostenlos. Steht auch unter Kritik, weil die Leute natürlich jetzt auch bezahlt haben schon und das ein bisschen unfair finden. Es gibt natürlich auch Entschädigungen, aber insgesamt ist das so eine zweiseitige, also zwei Seiten, die ein bisschen streiten. Also die einen sagen ja schön, die anderen sagen, kann auch sein, dass Need for Speed World darunter finanziell ein bisschen leidet, weil das ja die einzige finanzielle Möglichkeit war, bis auf die Werbung. Ja. Ja, Das war's. genau. Merke ich schon, dass das war's, dass das war's. Und was man auch weiß, das ist was Neues zu Kinect. Ja, Kinect kennen wir alle. Bestimmt. Will man es hoffen auch. Und da gibt es jetzt nämlich was Neues, nämlich zu dem Spiel oder zu der Erweiterung. Nämlich, da wurde Release-Termin in Japan bekannt gegeben. Denn der wird in Japan am 20. November stattfinden. Der Release. Und wird dann so circa 14.800 Yen kosten. Umgerechnet? Schöne Frage, das habe ich noch nicht getan. Aus meiner Sicht ist das natürlich nicht teuer, Ich denn habe für jetzt gerade nachgeguckt übrigens. 139 Euro. 139 Euro, gucken wir mal. So viel müssen Genau. die zahlen. Und das ist natürlich sehr billig, das habe ich auch selbst geschrieben. Und es gibt natürlich noch weitere Pakete, die findet ihr in der Quelle. Sowie aber auch noch ist dabei in diesem Paket für 14.800 Yen das Spiel Kinect Adventures. Liegt nämlich schon direkt mit dabei. Es gibt aber auch noch mehr Titel, die dann auch noch zum Release von Kinect erscheinen. Unter anderem sind das Kinect Sport, Sonic Free Riders, Dance Revolution, Quad Sport 7 und Shino Kawade, die Katereo Atarashi Nature. Wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, tut es mir leid. Japanisch kann ich nicht. Na, fast aber, ne? Und es soll tatsächlich auch noch diesen kompletten Jahres 2010 noch 10 weitere Spiele erscheinen, aber dazu gibt es noch nichts Neues dazu zu sagen. Wann Kinect bei uns in Deutschland erscheint oder beziehungsweise in Europa, ja, da können wir noch ein bisschen warten. Marco? Okay.
Marco war weg. Nein, ich bin nicht weg. Ich bin noch da. Das ist gut. So. Oh.